So, hallo, wir machen weiter. Bei Infernum, letztes Mal haben wir das Level gespielt, in dem man nichts berühren darf. Und jetzt sind wir beim antiken Herbst angekommen und wir gucken mal, was uns da erwartet. Ach so. Ein Rhino. Ja, deswegen antik. Ein großer Rhino. Da ist das Konnenziel. Ich finde dieses Level übrigens atmosphärisch sehr schön gemacht. Vom Antiken her meinst du, mit den Knochen und so? Richtig. Ja. Musik und Grafik und so weiter, alles stimmig hier. Das stimmt auf jeden Fall. Okay, da fehlt, da muss ich jetzt auf irgendwas warten. Aha. Okay, dann fangen wir zweimal. Nee, machen wir nicht zweimal. Ja, das Level ist einfach, da kommst du wahrscheinlich in 5 Minuten durch oder so. Ich wollte gerade sagen, es spielt sich bisher wirklich sehr leicht dafür, dass es ein Special World Level ist. Naja, zweite Hälfte kommt ja noch. Ja, ich sollte auch sowas nicht verschreien. Es geht meistens schief. Ah, da muss ich warten wieder. Also, es ist mit Save States leicht, muss man wirklich dazu sagen. Nicht. Es klingt sonst immer so, es ist leicht, aber es ist überhaupt nicht leicht. Es ist halt leicht, wenn man trickst. Das war nicht so gedacht. Doch, das war so gedacht. Das war genau so gedacht. Na, easy. Okay. Mit ein bisschen Training könnte das ohne Saves jetzt funktionieren, aber nichts, was ich machen möchte. Ne, wenn du hier Fulltime SMW spielen würdest, so 9 Stunden am Tag, dann wäre das alles locker drin. Kann man die auch kaputt rutschen? Man kann fast alles kaputt rutschen in dem Spiel. Crazy. Oh. Oh, da will ich rein, passt schon. RL gleichzeitig, alles auf einmal, okay. Nee, das heißt, dass du dir endlich mal ein reales Leben suchen sollst und nicht diesen Schrott hier spielen. Nicht springen, du Trottel! War doch so gut alles. Warum musstest du jetzt nochmal zurück? Oh. Okay, also RL. Wobei, jetzt habe ich es verkehrt rum gemacht, aber das ist wahrscheinlich wurscht. Es geht halt darum, dass ich den Typen hier spawne. Ah, vielleicht. Ja, du hast es an sich richtig gemacht, nur mit falschem Timing. Ja, weil die Plattform muss anders sein. Du kannst es übrigens aus der Situation retten, einfach den Rhino hier weglaufen lassen und dann neu rein. Stimmt, der kommt ja wieder. Das sieht doch schon deutlich besser aus. Ah, so knapp. Nee, sieht nicht besser aus. Das sieht besser aus. So. Du wirst gegessen, Kollege, ob das dir passt oder nicht. So. Stopp! No. Ja, jetzt aber schnell hinterher. So. Jetzt muss ich den da oben auslösen. Zum Glück sind da Münzen. Dann fallen die runter und dann sind die da.
Gott, wie mache ich das denn hier? Ja, ein bisschen mehr nach rechts. So, um den rechten Block auszulösen, sollte ich mehr nach rechts. Ah. Ja, das machen aber nur die ganz verwegenen Spiele. Ah, das bin ich. Da sind das sogar blaue Münzen. Ich bin zu langsam. Das haut noch hin. Ronnen spielt wieder die Hartkaiser-Variante. Fühl das, so. Ich warte immer zu lange, dass ich dann die Sprünge schwieriger mache. Aber es passt. Alles gut. Ja, wie gesagt, so schwierig ist das Level nicht, wenn man jetzt mit States spielt. Richtig. Aber es spielt sich vor allem sehr schön. Oh, das war nicht so gedacht. Also mir gefällt das Level auch. Also es spielt sich sehr flüssig. So war das gedacht. Nee, so war das auch nicht gedacht. Ich glaube, ich interpretiere die rote Münze falsch. Ich denke, ich muss an Shellcharm. Ach so, warte mal. Doch, ich muss dann einen Shellcharm machen. Weil dann fällt der Koopa runter und dann geht es da drüben weiter. Es scheint, als ob du irgendeine Sache noch nicht richtig machst, aber ich bin mir nicht sicher. War das ironisch gemeint? Ja, das war ironisch gemeint. Ich weiß genau, was du nicht richtig machst. Okay. Jetzt soll ich erst den Shelljump machen und dann... Das wäre denkbar. Das sieht ja fantastisch aus. Funktioniert auch wunderbar. War das jetzt wieder ironisch gemeint? Ja, natürlich war das ironisch gemeint. Okay. Funktioniert also nicht. Naja, ja. Aber ich kann dir die drei Möglichkeiten aufzählen, die du hast, aber dann wäre es ja langweilig. Naja, die Möglichkeit ist, dass ich dann einen Shelljump mache. Das erscheint mir bisher als das, was am ehesten funktioniert. Ja, bitte! Es geht doch. Ja, weil das geplant ist, ne? Dass du auf einem feuerspeienden Rhino landest. Soll ich nicht? Nee, sollst du nicht. Oh. Jetzt überleg mal, was du anders machen könntest. Kleiner Tipp, man kann auch zweimal auf den Rhino springen und dann einen Shelljump machen. Oh, ja, okay. Gleich den zweiten Rhino nutzen. Und dann da den Shelljump. Ja, okay. Da fand ich das mit dem Feuer aber mehr Kaizo-like. Ich kann ja gerne eine Hard-Kaizo-Version von Infernum für dich basteln, wenn du das unbedingt willst. Nee. Definitiv nein. Na, wenn du jetzt noch richtig Schwung aufbauen würdest beim Shelljump, dann wäre das alles auch gar kein Problem. So. Das war schlecht. Ja, hier hast du quasi gleich zwei Kaizo-Trolls am Ende. Nein, das war die falsche Richtung. Please don't die. Yes.
Ja, war ja nicht so schwierig. Carnivore. Eine Anspielung aus Herbivore aus den Ferien. Ich wollte gerade sagen, irgendwie kommt mir das bekannt vor, der Name. Okay. Oh mein Gott! Ich glaube, wir bewegen uns hier nicht mehr weg. Richtig. Okay. Aber die Grafik erinnert mich böse an so ein Puzzle-Level aus irgendeinem anderen Hack von dir. Ja, richtig. Das ist quasi 1 zu 1 aus Minerva übernommen. Die Musik übrigens auch. Aber das hat so schön was von Endstimmung. Deswegen dachte ich, ja, nehme ich das. Soll ich die Fische essen? Sind die deswegen da? Die fallen doch nicht hier grundlos runter. Nee, das sind eigentlich nur Deko-Elemente, um Conan zu verwirren. Das glaube ich nicht. Gut. So. Oh, das war schlecht. Du möchtest vielleicht den Bob-omb auch noch fressen? Ja. Vielleicht soll ich das sogar so timen, dass das das dritte Essen, also das fertige Essen dann schon ist. Vielleicht ja, so glitschen musst du hier nicht, ne? Okay, also das dann nicht. Okay. Der Gummi muss auch gegessen werden. Ja, richtig. Aber wie komme ich denn dann da? Ah, ich muss erst den Sprung nutzen und dann mit dem... Okay, ich glaube, ich hab's. Das Level ist an sich nicht so kompliziert. Neues... Hau halt das gleich ab, du Gesicht. So. Okay, der wird jetzt gefressen für Yoshi. Nee. Kann mir den Mond holen, will ich aber gar nicht. Okay, jetzt muss ich ohne die Äpfel zu essen da durchkommen. Ich meine, ich käme da hin, aber dann ist Yoshi weg. Das darf nicht passieren. Ja, das ist nicht ganz so sinnvoll. Also muss ich so abspringen, dass ich rüberkomme und Yoshi aber am Leben bleibt. Das ist möglich, allerdings nicht intendiert. Aber sobald ich hier die esse, ist Kacke. Jo, das sind vor allem, was sind das denn für... Okay, die killen mich sofort. Ja, das ist eines der wenigen Level, das Custom ASM benutzt. Ich würde sagen, normalerweise habe ich mehr Zeit. Ich hätte halt auch am Ende so eine 500 Kilometer lange Wegverlängerungsspirale bauen können, aber da ist das hier schon feiner. Wait! Nee. Ja, doch, eigentlich schon. Soll ich? Mit dem Viech hier hoch? Das ist ja... Nee, das wiederum nicht. Ja, ich wollte gerade sagen... Sonst könnte ich nämlich Yoshi da drin rumlaufen lassen. Er stirbt erstmal nicht. So. Und könnte dann mit dem Viech darüber, aber dann komme ich nicht mehr zurück. Richtig. Ich wollte gerade fragen, wenn du mir erklärst, wie du dann zurückkommst, dann darfst du dies gerne so durchführen. Nee, ich komme nicht zurück. Okay, wir können wieder runter.
So viele Möglichkeiten habe ich doch hier gar nicht. Ach, warte, ich dumm. In dem Moment, wo er was isst, kann er nichts anderes essen. Das ist der andere Fisch, der ist auch okay, verstanden. Hat sich jemand Gedanken beim Levelaufbau gemacht? So, und jetzt muss ich aber irgendwie... Ja, das ist jetzt ganz, ganz schwierig, Conan. Ach, da oben ist ja jetzt der Dings. Lock geht jetzt ja kaputt. Ey, das ist cool. Ach so, stopp. Der will gegessen werden. Gut. Ah, es war schlecht. Nee, das ist alles gut so. Oh mein Gott! Du machst es dir schon wieder komplizierter als nötig. Okay. Das ist einfach, ganz einfach eigentlich. Ich kann an der Seite runter. Ich helfe mal ein bisschen nach, wenn du hier zwei Level in einem Video schaffen willst, müssen wir uns ja ein bisschen ranhalten hier. So. Okay, da kann ich euch einfach rüberschmeißen. Mist. Jetzt muss Yoshi aber sterben. Dann kommt jetzt auch gleich der Midway Point. Gefühlsmäßig. Wie kann man so einen einfachen Sprung eigentlich so oft verhauen? Indem man ein Conan ist. Wahrscheinlich. So, ist hier ein Secret? Nein. Wobei, theoretisch könnte da trotzdem noch was sein. Aber ich glaube nicht, dass du da was gebaut hast. Ja, da geht's dann halt mit dem Level weiter, wenn du, keine Ahnung, 5 Screens weit springen kannst. Ach so, okay. Oder so. So. Perfekt. Okay, da geht's zurück. Oh nee, muss ich jetzt... Oh nee... Ich hoffe, das ist nicht weit. Ich darf keinen einzigen essen, nehme ich an. Richtig. Schade, dann hat es ja fast geschafft. Nein! Was da oben übrigens nicht umsonst zwei Lücken. Du musst hier nicht die Speedrun-Version spielen. Okay, okay, okay. Ist zwar auch möglich, aber halt etwas schwierig. Ja, so geht's leichter. Okay, dann Fritz Nummer 1. Okay. An sich mag ich ja diese Art von Level. Oh, super. Aber nur, wenn man es mit Safe State spielen darf. Naja, tust du ja auch. Dann sind die ganz nett. So. Ja, doch. Ah, ja. Nee. Aber verstanden. Ich glaube, ich habe es doch nicht verstanden. Ein kleiner Yoshi fungiert übrigens anders als ein großer. Ja, stimmt. Also da kann ich den Trick nicht machen. Aber dann kann ich nicht verhindern, dass er diese grünen Äpfel hier isst. Doch, kannst du. Ist. Das ist jetzt blöd.
Dein kleiner Yoshi fungiert übrigens nicht großartig anders als ein großer, wie auch immer. Warte, kann ich den, wenn ich jetzt hier bin, nimmt er den? Ah. Dann soll er den hier unten gar nicht essen. Richtig. Teils klappen die alten Tricks sogar auch mit kleinen Yoshis. Jetzt kommt dann gleich so der lustigste Sprung im Level. Den Pilz darf ich safe auch nicht essen. Also Yoshi wegzuwerfen, halte ich eine ganz blöde Idee. Ist aber nur meine persönliche Einschätzung, ne? Ja. Aber wie komme ich denn da hoch? Ich darf wahrscheinlich nicht mal einmal anecken. Ich muss da perfekt rumkommen. Ja, irgendwie so. Oh. Ja. Ach so, dann sammelt Mario einfach das Leben ein. Ich bin ja blöd. Das ist ja dann gar kein Stress. Richtig, ein ähnliches Setup gab es auch schon in Ludicium Tribunalis. Ja, und vor allem auch in dem Wasserlevel mit Yoshi. Das natürlich auch. So. Und damit ist das Level fast geschafft. No! Und dann mache ich es immer so schön und dann versaue ich es auf dem letzten Meter. So. Ich bin mal gespannt, wie du jetzt die Gold Trap versaust. Mal ran hier. Was ist denn da alles los? Das muss ich mir erstmal angucken, was hier passiert. Das muss ich mir erstmal in Ruhe angucken. Tschüss. Okay. So, was wäre, wenn ich jetzt den nicht essen würde? Ich habe gesagt, was wäre, wenn ich den nicht essen würde? Dann frisst er die und frisst die. Jetzt kommt der Pilz raus. Der löst das Ding aus. Der löst das Ding aus. Dann hauen wir ab. Ah ja! Nicht so. Ja, das ist eine sehr interessante Gold Trap. Ich hoffe, HF ist zufrieden damit, weil die alte, die hier vorher war, viel zu präzise war. What the heck? Am besten ich mute mich, sonst gebe ich wieder doofe Tipps. Also ich meine, so isst er die nicht, aber das nützt mir nichts. Ich meine, ich kann es wahrscheinlich auch irgendwie so machen, dass er gerade dann schluckt, wenn er... Aber das wäre ja auch wieder Schwachsinn. Was soll das bringen? Oh doch, weil er dann nicht... Ja! Verstanden. Dann fährt das, haut das Ding nicht ab, der On-Off ist richtig... Und er fällt nicht 3 Kilometer weit. Durch die Flügel fällt er nämlich weiter, als er soll. Er will einfach nicht schlucken. Jetzt! Yes! Sehr gut. Nice. Bravo, Conan. Auch dieses Level geschafft. Dann kommt beim nächsten Mal... Das ominöse Caves Eratorum, was ich nicht spielen hätte dürfen, wenn ich jetzt nicht die neueste Version hätte. Ich bin schon sehr gespannt, wie viel Spaß es dir und deinen Zuschauern bringen. Ja, da sind wir alle gespannt. Bis zum nächsten Part. Danke fürs Zuschauen.
Und tschüss. Und tschüss.